Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Animal's Creed mit dem Schafen und Algonzo. Und dem Fuchsen. Und dem Fuchsen, ja. So, wir sind dabei, Bürger zu retten. Was machen wir jetzt gerade? Wir machen jetzt ein paar lustige Nebenmissionen. Genau, wir gehen da total systematisch vor. Ja, natürlich. Wir haben erst Aussichtspunkte gesammelt. Und ich greife euch bestimmt nicht mit dem Faust an. Doch, ich schlage euch zu Boden und ein Zitate-Duell wäre auch schön. Zitate-Duell? Ja, gerne. Wo, was fällt dir spontan für ein Zitat ein? Muss es der Faust sein? Nein. Ja. Du könntest auch sagen, wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Das ist der. Genau. Weil man denke, das sind Schritte, was er passt. Das Kind war tot. Das Kind war tot. Ja, richtig. Jawohl. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute. Dann, ja, die ist ganz glücklich. Jetzt sehe ich es wahrscheinlich, wenn man so einen schönen Damenbart hat. und du so Zitate? Ich habe doch schon ein Zitat gebracht. Ja, so. Na gut. Ja. Hier blinkt ganz viel. Bürger muss ich ja eh durch die Gegend laufen. Musst du durch die Gegend laufen, das stimmt. Aber du kannst auch da die Informanten-Herausforderung machen. Die ist ja jetzt hier direkt in der Nähe. Hier oder unter uns sozusagen. Die viel näher ist. Nee, das ist mir zu nah. Die kann ich nicht annehmen. Ach so, okay. Noch nur zu nah, ich brauche mehr Distanz. Nee, verstehe ich auch. So, ich glaube, das ist ein Rennen. Was in der Luft? Du hast... Ein Rennen, ja. Das ist eine gute Idee. Ne? Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das so drei oder viermal zu machen. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre. Ihr seid. Es sind drei Minuten, nicht drei Stunden, wollte ich nur sagen. Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte, doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. So, auf geht's. Wo fange ich denn mal an? So, ich gucke mich erstmal in Ruhe um. Masyaf Flaggen. Nur, falls ihr euch wundert, warum wir gerade nicht gesprochen haben. Es ging darum, dass wir, dass das Schaf gerne hätte, dass ich ein bisschen ihr helfe, mitzugucken, wo die Flaggen sind. Und dazu benutze ich, weil ich ja jetzt nicht vor ihr her dingsen kann. Kamera drehen. Weiter. Andere Richtung drehen. Guck auf meine Finger, geht er nicht mit. So. Und jetzt drückst du einfach auf A. Einfach A. Und wann springt er dann? Wenn du A gedrückt hältst. Also ich halte ja A gedrückt. Und wenn dann? Er genügend Schwung hat. Und wann springt er nicht von selbst? Er springt dann doch von selbst. Nein, eigentlich wollte ich darauf hinweisen, dass wir keine... dass dieses Spiel keine Untertitel hat und wir deswegen still sein müssen. Das stimmt, oh ja. Aber es ist schön, dass du hier das Ding auspackst. Mhm. So. Ah, ich vergesse nicht. Ist nicht schlimm. So, wir haben... Nein. Ups. Alles klar, jo. Gut. Das war eine andere Flagge, ist aber nicht schlimm. Hier ist eine. So. Ich glaube, wir schaffen das. Das sieht gut aus. Mach das nicht. Einfach A gedrückt halten, nichts anderes drücken. Ja. So. Gleich haben wir's. Ja, lauf runter, ist okay. Müsste okay sein. Ja, guck. Guck mal. Na, nur mach doch. Nee, du musst mit dem Eumel da sprechen. Du hast alle eingesammelt. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Das hast du den Zuschauern Mann leider nicht so viel geboten, wie du ihnen hättest sagten, bieten können. Also indem wir das nochmal und nochmal und nochmal, weißt du? Ja. Was habe ich gesagt? Du wirst, ne, galanter in der Steuerung. Sie einladen und ihm Zeit zur Flucht verschaffen.
Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag. Warum? Du gesagt hast, ich hätte ja mehr bieten können. Durch die Gegend dort. Das war befriedigend. Ich weiß ja nicht, was man sehen will als Zuschauer. Das weiß ich auch nicht. Leute, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Wollt ihr gerne, dass alles am Stück läuft? Und zwar die ganze Zeit? Oder wollt ihr lieber sehen, dass man auch ein ganz normaler Mensch ist? Aber wir treffen ja, also beide Kategorien sind ja nicht... Sind absolut vertreten bei uns. Oh, diese Frauen, die hinter einem herlaufen, die machen mich ein bisschen madig, ne? Ach, die machen dich madig? Ja, die mag ich nicht. Ja. Ich finde es auch immer schön, wenn die, aber immerhin bleiben sie vor deiner Haustür, weißt du? Die kommen nicht mit rein. Mhm, das stimmt. Oder meinst du jetzt die im Spiel? Ich meinte eigentlich die im Spiel, aber die, die draußen vor der Haustür immer sind, die sind auch sehr schön. Warte, da ist doch, da ist eine Flagge, ich hab sie gesehen. Ui. Echt? Ah, wow. Dafür roll ich mich mal über den Boden. Ja. Tada. Sehr Jerusalemkreuz. Hattest du ja schon mal kurz erklärt, das Jerusalemkreuz? Ich erinnere mich. Ja, habe ich gemacht. Als wir nach Jerusalem geritten sind auf unserem treuen Ross. Donnerbalken. 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 Ich vermisse Donnerbalken ein bisschen. Donnerbalken vermisst uns auch. Ja. Mhm. Ach, das ist der Informant, den brauche ich gar nicht töten. Nein. Ich dachte gerade schon mal Wurfmesser ziehen vielleicht. Ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir und ich teile mein Wissen mit euch. So, wir eskortieren den Informanten sicher zum Ziel. Kann er nicht einfach da in die Gruppe der Gelehrten reingehen? Eigentlich müsste er das einfach können, ja. Kann er die mitnehmen? Nee, die gehen da raus. Ich glaube, jetzt musst du hier mal gerade kämpfen, denn anderes. Ja, dann ist seine Mitglied schon gleich tot. Der hätte ja einfach in die Gruppe der Gelehrten rein müssen, der Folge. Ist der nicht auch ein Assassin? Ja, und ich vermute, wenn du auf Untertauchen klickst, dass er dann auch untertaucht. Habe ich gerade versucht. So, alles klar. Nee, macht er nicht. Alles klar. Dann ist das nur ein frommer Wunsch gewesen. Warum auf jeden Fall gibt es ja schon mal den, schon mal angezeigt, wo es hingeht. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, was denn? Ja, aber wenn er doch Assassine ist, ne? Müsste er eigentlich auch über Dächer klettern können und so. Ja. Und wieso gehen wir jetzt hier im Kreis? Weiß auch niemand. Ja, ich meine, waren wir da nicht schon? Ja. Ist das ein schöner Teppich? Ich bin getroffen! Nimm den anderen auch, der hier vorne ist. Nicht, dass der hier auf unseren Informanten drauf geht. Der ist bestimmt auch sehr wertvoll, unser Informant. Der so durch die Gegend schneckt mit seinem Reifrock. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh, wie ich laufe. Ich bin tatsächlich ein bisschen erleichtert, dass die Wurfmesser, also es relativ viele Leute mit Wurfmessern rumlaufen. Ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Die ich dann alle verprügeln kann, damit ich dann einen Wurfmesser kriege. Oh, guck mal, wetten wir müssen hier alle jetzt? Kann sein. Guck mal, mach doch mal, gib dir doch mal Mühe, Junge. Ach, guck mal. Mach doch einfach so. So, ich glaube, das war's. Haben wir ihn schön in den Kindergarten gebracht. Wir könnten Donnerbalken besuchen. Jetzt sagt er was. Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. So, weg ist er. Das haben wir noch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Jetzt haben wir die Karte, die den Zug zeigt. In dem Talal sich verstecken wird, wenn er fliegt. Ja. Gut. Frage? Ja. Ja, komm, ne? Ist direkt ja hier vorne. Das geht ja hier heute Schlag auf Schlag, ne? So, hier musst du ein bisschen warten, bis der... So, den kannst du ja auswählen. Aber geh ein Stück, Stück zur Seite, damit... Ich möchte ihn gerne zuhören, dass wir ihn nicht wegschicken. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft.
Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart. Schon wie so ein Tiger da prowling around bist. Ja, der wird wahrscheinlich da vorne links gehen. Und dann seid ihr wahrscheinlich weit genug weg. Was wollt ihr denn? Okay. Oh ja. Das war. Das ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. Könnte sein. Ah, jetzt macht der Typ wieder mit. Ach, wie schön. Ah, eine ordentliche Keilerei. Mhm. Nee, ich möchte schon den. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. So, cool. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut gewesen. Hoppala, jetzt hast du dann... Geh nochmal raus gerade. Ah ja, das schon. Aha, so. Talal hat damals Blamen in einem Lager fest. Schlaflager vielleicht. Mhm. So, hier blinkt gerade nicht so viel. Zweimal gelehrt, aber da oben gibt es noch einmal Bürger retten. Burger, stimmt, ist das hier. Dann gehen wir Burger retten. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wer hier die Leute zusammenschlägt. Unmöglich. Unmöglich. Das heißt, hier allerletzte. Das stimmt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja. Der Schimmelreiter. Nein. Wilhelm Tell. Ah, das ist Schiller. Bin mir ziemlich sicher, dass es Schiller. Ja, es wird bestimmt mal Schiller sein. Das ist von Schiller. Ja, total. Google das mal bitte. Ich google jetzt eine... So lange sitze ich hier auf der Bank rum. Alles klar, spontan googeln. Ja. Spontan googeln so Wilhelm Tell. Also, es gibt natürlich verschiedene. Also, ich glaube aber, dass... Schiller, tatsächlich, Schiller hat. Deutsch-LK, ne? Deutsch hatte ich auch, ja. Das, deswegen erwähnt. Wir haben aber nicht, aber ich habe die Hohle Gasse gesehen. Du hast die Hohle Gasse gesehen? Ja. Zwischen hier bei Küssnacht. In der Schweiz. Ach, du warst mal in der Schweiz? Ich war mal in der Schweiz, ja. Ich war sogar schon mehrfach in der Schweiz. Ah, hier komme ich. Ich muss tatsächlich unten durch bei den Jungs. Aber. Vivo Wavsim. Ja, schrumdelimdimdimdim. Ja. Kennt ihr noch das Jamba-Spar-Abo? Ah. Hattest du eins? Nein, ich hatte keins. Ich hatte kein Handy zu dem Zeitpunkt. Aber das gab es auch damals, als es noch Musiksender gab. Mhm. Viva und MTV. Da gab es in der Werbung immer das. MTV. Das fand ich früher sehr gruselig, als ich noch klein war, weil sie diese Beavis and Butthead hatten. Und dann war es auch noch auf Englisch, weil es noch keine deutsche Variante davon gab. Beavis und Butthead? Ja, das sind so zwei hässliche Kreaturen. Ich habe damals das Deathmatch gesehen. Kennst du das? Das Deathmatch? Mit den Knetfiguren, die sich gegenseitig umgebracht haben. Das war sehr lustig. Das ist ein Templer, den musst du umbringen. Ich weiß. Ich war Ja, aber ich kannte jetzt nur die Promis, ich kannte die meistens gar nicht. Nee, aber das hing ja damit zusammen, dass das irgendwelche US-amerikanischen Eumel waren, die man gar nicht kennen konnte. Also. Ja. So, der weicht ja ganz gut aus, der Typ, ne? Ja, guck mal. Gut genug. Ach, schön. Ich wollte schon mal sagen. Ja, Leute, kommt doch einfach nicht um den Anschein weg. Also, erspart es uns doch. Ich mich unauffällig, auffällig dem Ziel nähere, nur mein Templer und die Flagge hier. Ja, okay. Mhm, Augen. Sehr gut. Ich hab die gar nicht gesehen. Du hast die gar nicht gesehen. Ich hab die gar nicht gesehen. Hopp. Guck mal, wie galant du das machst. Hör auf, mich so zu loben. Ja, ist ekelhaft, ich weiß. Ich mach's lieber nicht, hast du recht. Nee, auf B.
Einfach mal B drücken. Also einfach mal B drücken. So. Hier kann man auch einfach mal B drücken. Guck mal, die sind direkt unter uns. Kann ich da so coolmäßig drauf gucken? Wenn du die versteckte Klinge auswählst. Ich kann die Wurfmesser auf die drauf werfen. Meinst du es geht? Bestimmt. Nein. Versucht es. Geht nicht. Oh je. Oh je. Was passiert? Der schmeißt mit dem Stein nach mir. Ah, deswegen. Hui. Weil du wieder... Du solltest mich nicht loben, ja? Nee, merke ich. Weil mir jemand lobt. Ja, nicht genau, in diese Richtung kämpfen. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht. Wie galant der Name. Jetzt habe ich das Wort aufgeschrieben. Mhm, guck. Ja, das war ganz elegant. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Ja, ich bin so liebenswürdig bin ich. Ziehst dann dran und dann stößt du wieder weg. Ja, ich bin schwierig. Eine komplexe Persönlichkeit. Mhm. So, komplexe. Du hast Komplexe? Ja. Willst du drüber reden? Nein. Bürger? Sehr gerne. Ja. Haben wir nicht alle? Ich meine, Sind wir nicht alle ein bisschen Bürger? Nein, ja, was meinst genau. du? Das wäre übrigens wieder, ne? Das wäre übrigens wieder ein schönes Zitat. Nee, ja, auf jeden Fall. Ach, was labert Nimm die. Mir fehlen so ein bisschen diese ganzen Dinge, die du dann in Assassin's Creed 2 kriegst. Ja? Kurtisanen und einfach so Leute bestehlen. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen. Dafür wirst du jetzt nachher ganz anders Assassin's Creed 2 spielen, wenn du hier erst Assassin's Creed 1 durchgespielt hast. Ich denke auch gerade so, wenn... Du wirst es ganz anders verstehen, also was da passiert und so, weißt du? Unterstellst du mir gerade, ich hätte Assassin's Creed 2 nicht verstanden? Nein, du machst immer eine Unterscheidung zwischen wie Spannung und was Spannung. Und jetzt weißt du ja, was da passiert. Brechtsches Theater. Ich hasse Brecht. Ich hasse Brecht auch. Ich finde Brecht schrecklich. Ich musste von ihnen Krams lesen, das ist hier Mutter Courage und ihre Bagage. Ja, Mutter Courage und ihre Kinder. Mhm. Und das Leben ist Galileo Galilei. Mhm. Und irgendwie dumme, dicke Höhe. Von dem ist auch dieses mit der kleinen Astra. Nee, das ist der andere. Das ist zu viel über Literatur. Da kannst du nicht lesen. Ach, du auch. Ach, hier kriegt jeder einen. Mist. Jeder schließt halt auf uns an. Mhm. Das ja, aber die Bienen, das spannend. Das hat mich so ein bisschen überzeugt. Echt? Ja. Mich nicht. Also mich macht das ja auch nichts, wenn mir jemand einen Film spoilert. Das stört mich überhaupt nicht. Mhm. Also du kannst mir jetzt erzählen, dass... Ich bin nicht verletzt, aber ich Darth Vader Lukes Vater ist? Nee. Echt? Ist der? Ja. Boah, ist krass. Mhm. Ah, dieses Star Trek, das ist so. Ist so. Ah, ich mochte den kurzen Moment der Panik in deinem Blick. Ja. Oh, und nachher wird sie sagen, wie die nehmen mich alle auseinander. Ja. Ich weiß, dass Star Wars und Star Trek nicht das gleiche. Genau, Star Wars Trek, ne? Genau, nein, weiß ich. Star Trek Wars kennen wir ja. Aha, hier ist einer, den möchte ich nicht. Ansonsten, noch einer. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Versteckte Klinge vielleicht erstmal. Ach, und dann so ein Stück näher ran, so, und dann sowas, genau. Ja, doch gut. Na gut, weil ich. Mhm. Kontern bzw. abwehren. Nein. Okay. Oh, hast du gesehen? Das ist Kontern übrigens. Mhm. Genau, in dem Moment, in dem die ansetzen jetzt. Jetzt. Und das Schurke. So, eine die arme Tante. Frau hier belästigen. Nicht mit der Frau reden. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wer hat das getan?
Ja, und jetzt machen wir uns hier ganz schnell auf den Weg. Und freuen uns, dass wir wieder einer glücklichen Frau geholfen haben. Ja, die jetzt noch glücklicher ist. Mal sehen, was wir in der nächsten Woche machen werden. Ich möchte diesen Teppich kaufen. Komm, wir verhandeln über den Teppich, aber leider offscreen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.